Hallo meine Lieben, ich zeige euch heute in diesem Video, stelle ich heute Tracker vor mit seinem coolen Geländewagen und wir werden uns jetzt gleich mal gleich die Details anschauen. Aber wie ihr wisst, fangen wir immer mit der Figur an. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich diesen den schon mal vorgestellt habe, aber ich glaube definitiv noch nicht. Und ja, dann würde ich mal sagen, dann fangen wir mal mit der Figur an. Ich stelle den Wagen, ich schiebe ihn einfach auf die Seite. So. Also, wir haben hier den typischen kleinen Tracker mit seinen Details. Also, das ist jetzt eine einfachere Figur. Das ist nämlich die neue. Es gibt auch noch eine alte. Und bei diesen Details gefallen mir auch sehr gut. Den Körper, die Füße haben sich hier braun bemalt, unten typisch weiß. Oben ist eher so ein Orangeton, was sie da gemacht haben. Das haben die auch sehr gut gemacht. Warum auch immer, warum das jetzt hier ein bisschen so orangefarbig ist, das weiß ich allerdings gerade nicht. Dann haben sie hier das hier typisch weiß gemacht. Die Augen haben sie ja so ein bisschen zeichentrickmäßig, kombimäßig gemacht. Das ist okay. Das Halsband ist rot. Der Hut ist in einem Olivgrün gehalten. Das Innere, das Rosa, haben sie jetzt nicht mehr gemacht. Innen drin von den Ohren. Die Nase ist hier typisch schwarz. Genau, dann haben wir hier nochmal die Ausrüstung. Die ist auch in einem Olivgrün, also so wie der Hut. Dann die Taschen haben sich hier silber gemacht. Das gefällt mir auch richtig gut. Das geht der Gürtel hier geht bis zu meinem ganzen Bauch drüber. Man sieht hier allerdings, dass der hier zusammengesetzt wurde. Ich zeig's euch mal. Egal, Leute, man sieht es jetzt nicht, aber das ist ja auch jetzt nicht, glaube ich, nicht so extrem wichtig. Genau, dann haben wir hier ein. Typische eine Standposition. Den Kopf kann man bewegen. 360 Grad. Genau. Der Schwanz ist hier angedeutet. Das heißt, man sieht hier das Schwänzchen schon. Aber Leute, das ist auf jeden Fall eine rechte Figur. Eine schöne Figur. Eine ganz klassische Figur. Leider sind die Beine bei den neuen Figuren nicht mehr beweglich. Was sehr, sehr schade ist. Aber dafür ist es eine recht schöne Figur. Dann kommt der jetzt zum Geländewagen. Den Geländewagen, ihr seht hier auch die typischen Details aus dem Jungle Rescue. Genau. Das Ganze haben die hier auch in einem Olivgrün gemacht, so wie bei Tracker seinen Hut und seine Ausrüstung. Genau. Dann haben sie hier die Räder, haben sich hier ein bisschen schwarz gemacht und sonst schwarz, dann hier ein bisschen rot und hier nochmal ein bisschen olivgrün. Dann hier sein typisches Zeichen, den Kompass, weiß man ja für Dschungel. Das Auto haben sie weiß bemalt. Dann haben wir hier einmal das hier, das haben die hier, sage ich jetzt mal, Anthrazit gemacht. Nicht ganz schwarz, ein bisschen, ich weiß nicht, ob das, ja, ich würde sagen, es ist grau. Anthrazit ist nämlich was anderes. Ja, doch, es ist schon Anthrazit, aber es ist halt sehr. Genau wie das untere haben sie ja auch so gemacht. Dann haben die hier das hier. Das haben die hier, sage ich jetzt mal, grau bemalt. Grau. Natürlich kann der Checker auch drin sitzen. Genau hier vorne sieht es mal so aus. Hat eine gute Größe. Genau, hier hinten kann man vielleicht ganz kleine Figuren draufstellen. So kleine Minifiguren, wenn's geht. Genau. Ja. Das war's mit dem Video zum Tracker mit Geländewagen Jungle Rescue. Haut rein, Leute. Ciao!